Der Euro unser Geld. Vor 20 Jahren ging es los. Das ging leichter als gedacht. Die EZB war ja schon 3 Jahre zuständig für die Geldpolitik. Doch ist der Euro wirklich der Teuro, für den ihn viele halten? Der Euro hat insbesondere Deutschland als dem Exportweltmeister ganz viel Positives gebracht. Max blickt zurück, erklärt, wie stabil der Euro wirklich ist und wie es mit unserem Geld weitergehen könnte. Max im Geldmuseum der Deutschen Bundesbank in Frankfurt. Die Starter-Kits und die Euro-Einführung gehören hier schon lange zum Inventar. Und das aus gutem Grund. Eine gemeinsame Währung für mehr als 300 Millionen Menschen in Europa. Vor 20 Jahren wurde diese europäische Idee Wirklichkeit. Eine große Leistung, sagen die, die damals verantwortlich waren. Dank des Einsatzes von rund 50.000 Experten aus dem ganzen Euroraum, in der Bankenwelt, in der EZB voran, ist es gelungen, diese größte logistische Herausforderung in Friedenszeiten ohne Panne zu bewältigen. Wir hatten das gehofft, aber diese Perfektion konnte eigentlich niemand erwarten. Zur Euro-Einführung war Ottmar Issing nicht nur Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank. Als EZB-Chefvolkswirt hat er damals hart dafür gearbeitet, dass der Euro so stabil wird wie die gute alte D-Mark. Die EZB hat das eingelöst, was die Politiker versprochen haben. Ein Euro, der so stabil ist wie die D-Mark, gemessen an den Preissteigerungsraten, die für den Euro niedriger ausfallen als für die D-Mark. Allerdings ist das eine Rechnung, die bis jetzt gilt. Denn gerade jetzt steigen die Preise ordentlich an. Den Ruf des teuren Euro hatte der Euro schon kurz nach der Bargeldeinführung weg. Gefühlt hatten viele Händler und Gastronomen die Preise 1:1 von D-Mark in Euro umgerechnet. Teuro schaffte es deshalb sogar zum Wort des Jahres 2002, erklärt uns Andreas Hacketal von der Goethe-Uni Frankfurt. Doch war der Euro überhaupt je ein Teuro? Gemessen an der Geldentwertung, sprich der Inflation, sicherlich nicht. Die letzten 20 Jahre war die Geldentwertung niemals über 3%, sogar meistens unter 2%. Das war zu D-Mark-Zeiten noch anders. Dabei haben auch gerade jetzt wieder viele das Gefühl, dass ihnen das Geld nur so durch die Finger rinnt. Besonders bemerkbar macht sich das bei Mieten oder bei den steigenden Energiepreisen. Das ist tatsächlich entgegen der langfristigen Trends und das ist vor allen Dingen die Corona-Pandemie, weil was ist dort passiert? Die Staaten haben extrem dagegen gesteuert über ihre Hilfsprogramme. Das schüttete natürlich ganz viel Geld einerseits in die Haushaltskassen, da wurde konsumiert, auch nachgeholt in den letzten Monaten, plus die Energiepreise. Die sind vor allen Dingen dran schuld, denn die haben die Verbraucherpreise auch für uns fühlbar deutlich nach oben geschossen und das merken wir derzeit sehr. Und es zeigt sich auch in den Preissteigerungsraten der Euro-Länder. Hier im Geldmuseum in Frankfurt mussten sie schon lange nicht mehr so hohe Inflationsraten aufnotieren. Mit insgesamt 3,1% lagen die Preissteigerungen für einen durchschnittlichen Warenkorb in Deutschland 2021 auf dem höchsten Wert seit der Euro-Einführung. Eine so hohe Inflation gab es zuletzt kurz nach der Wiedervereinigung. Doch muss die EZB jetzt tatsächlich handeln? Die EZB hat ein klares Mandat, das ist erstmal Preisstabilität. Und da hat sie sich 2% gegeben. Schaut man in die Märkte, hält sein Ohr an die Märkte, man kann schauen, womit wird denn da gehandelt, dann sind wir derzeit ziemlich genau bei 2% über die nächsten 5 bis 10 Jahre. Das heißt, wenn die EZB ihre Modelle befüllt, dann kommt sie zum Schluss. Momentan ist die Erwartung, dass die Inflation dort liegt, wo sie sie haben möchte. Egal ob globale Finanzkrise, Staatsschuldenkrise in Griechenland oder die Nullzinsen, der Euro hat in seinen 20 Jahren schon so manche Krise überstanden. Und trotz allem ist er so beliebt wie noch nie, sagt die Europäische Zentralbank. Wenn wir heute die Menschen fragen, was halten Sie vom Euro, wie stehen Sie dazu, dann sehen Sie, dass knapp 80% der Menschen sagen, ja, der Euro ist eine gute Sache für die Europäische Union. Und ungefähr 70% sagen auch, er ist eine gute Sache für mein eigenes Land. Demnächst soll es sogar noch eine neue Geldscheinserie geben. Dieses Mal unter Beteiligung der Menschen im Euroraum.
Und weil wir immer digitaler zahlen und leben, zusätzlich auch noch eine digitale Version des Euro. Beim digitalen Euro befinden wir uns derzeit in der Untersuchungsphase. Es gibt noch keine Entscheidung, ihn einzuführen. Es gibt auch noch keine Entscheidung, wie er aussehen soll. Was wichtig ist, er soll das Bargeld nicht ersetzen, er soll es ergänzen. Vor allem haben wir gesehen, dass immer mehr Menschen online einkaufen, mehr digital bezahlen. Und da wollen wir eine Alternative bieten im Zentralbankgeld, die auch online verfügbar ist. Und so wird es rund um den Euro auch in den nächsten 20 Jahren sicher nicht langweilig werden.